aufwachen. Anschnallen bitte. Die nächste Frage. Ja, ja, schieb's auf die Politik, schieb's auf die roughe Zeit, schieb's auf die allgemeine Betroffenheit, schieb es auf den Trugschluss, dass noch Hoffnung bleibt, egal warum in diesem Land regieren Zoff und Streit. Ich weiß zwar nicht, doch jemand hat's prophezeit, Gewaltenteilung heißt, alle sind im Kopf bereit, bereit sich zu wehren, mit Händen und Füßen, und manch ein Skeptiker wird es am Ende begrüßen. Ja, alles fing damit an, dem Volk zu erzählen, dass wenn man etwas ändern wolle, sollte man wählen. Dann wurden Taten versprochen, andere Fahrten gebrochen. Und viele sagen, sie hätten den Braten gerochen. Ist mir einfach zu verlogen, ihr seid ja voll auf Drogen. Zum Teufel mit den Kohlen, ich sag keiner von da oben. Verflixt und zugenäht, Himmel, Arsch und Zwirn. Alles, was euch fehlt, ist Pimmel, Arsch und Hirn. Alles, was euch fehlt, ist Pimmel, Arsch und Hirn. Was ihm fehlt, ist die Dreifaltigkeit. Doch mit Pimmel, Arsch und Hirn, da ist es halt nicht weit. Das suchst du vergeblich hier im Bundestag, ja, da gehst du einfach rein. Hier nix, dir nix ungefragt, trägst dich in eine Liste ein und gehst wieder nach Haus und merkst, du bist allein und sehnst dich nach Applaus. Es ist so trist daheim, ganz ohne den Adler, ganz ohne Berater, ganz ohne Klone und Partner. Ja, du hast doch noch eine Rede, du hältst sie nur verkehrt rum und machst sogar über müllabfällige Bemerkungen. Check mal die Rhetorik, du bist eine Witzfigur, es klappt doch sowieso nicht, ja, lass die Kids in Ruhe. Ich weiß nichts über euch, geschweige denn Bescheid. Kein Plan von Politik, nur leider rennt die Zeit. Wenn's weiterhin so bleibt, dann geben wir Gras und Bier. Wer auch immer was regiert, hat kein Pimmel, Arsch und Hirn. Alles, was euch fehlt, ist Pimmel, Arsch und Hirn. Pimmel, Arsch und Hirn. Gerhard Schröder, hol mir Schilli und Joschka, die alten schweren Löder. Hol mir Angela Merkel, ihre gesammelten Werke, weil ich hoffe, sie hat noch irgendwo eine andere Stärke. Ja, ja, so bin ich halt, immer Optimist. Und auch weil ich weiß, was für ein schlimmer Job es ist. Im Madesündenbock, an allen die Schultern, da reißt die irgendwann noch auch mal der Geduldsfahren. Doch was weiß ich schon, ich bin nur der Mann. Ich hab davon keinen Plan, wie ihr von Spendernamen. Woher soll ich ahnen, was man ändern kann? Ersetzt den alten Sockel endlich durch ein Pentagramm. Denn weil wir uns mit Teufeln diesen Globus teilen, seh ich auch, was ihr in Job riskieren für ein paar Bonusmeilen. Ihr könnt mit eurem Scheiß gleich auf dem Lokus bleiben. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann checkt mal diese.